So, jetzt kommen wir zu unserem letzten Video aus Merseburg und zwar noch dem Reiterwettbewerb von Marie-Louise auf Raban und von Vivien auf Sputnik. Die waren zusammen in der zweiten Abteilung. Raban musste mal wieder Tete laufen, was aber, glaube ich, bei der Körpergröße des Pferdes normal ist. Und Sputnik war weiter hinten und ich habe immer versucht, die beiden so abwechselnd irgendwie im Bild zu haben. Marie hat immer so ein bisschen Probleme damit, wenn sie vorne reiten muss. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen im Kopf, dass sie halt so denkt, oh Gott, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Aber ich fand, das war schon wesentlich viel besser als das letzte Mal. Das letzte Mal war, lass mich lügen, groß keiner müsste das gewesen sein, weil ein Skalper ist ja so eine Schritt-Trab-Aufgabe geritten, die man einzeln reiten musste. Ich fand, hier war das aber schon viel besser. Raban war auch viel entspannter, er hat auch nicht mehr so viel rumgeglotzt beim Richterhäuschen. Er hat sich noch sehr häufig oben rausgezogen, aber sie hat immer wieder versucht, ihn an den Zügel ranzureiten. Ich fand, das hat teilweise dann auch schon sehr gut geklappt. Genau, wie wir mit Sputnik war relativ weit hinten bei der Ponyabteilung. Ja, das war auch eigentlich eine solide Leistung, die sie da gebracht hat. Was mir ein bisschen gefehlt hat, war eben der Versuch, das Pony an den Zügel ranzureiten. Im Training bin ich natürlich so, dass ich sie da immer wieder dran erinnern kann und immer wieder sagen kann, denk dran, nimm deinen Zügel mehr auf, versuch das Pferd mehr an den Zügel ranzureiten. Das geht natürlich auf Turnier nicht, denn ich kann ja schlecht vom Rand aus reinschreien, denk an die Zügelverbindung, Zügel nachfassen. Das funktioniert ja nun mal leider nicht. Und da fehlt es mir manchmal noch so ein bisschen, dass sie da selber dran denkt. Aber man darf auch nicht vergessen, Vivien ist erst 11. Ich finde, da ist es sowieso schon krass, dass sie das so relativ souverän schon abspielt. Genau, hier im Schritt klappt es ja eigentlich auch. Da hat sie die Zügel immer eigentlich ordentlich. Da läuft das Pony auch ordentlich. Im Trab, wie gesagt, würde ich mir das noch ein bisschen mehr wünschen. Aber ich denke, das kommt einfach auch durch die Zeit. Je öfter ich ihr das sage im Training, irgendwann wird es einfach auch so ein Automatismus, dass sie das dann auch auf Turnier macht. Oh, da habe ich irgendwas Komisches gemacht. Was habe ich gemacht? Warum filme ich meine Beine? Sexy Beine. Ach ja. So. Warum? Warum filme ich immer meine Beine? Wie unfähig kann man denn sein? So, jetzt kommt der ausgesessene Trab. Ich finde, Marie hat an sich einen sehr, sehr schönen Grundsitz. Das Bein könnte noch etwas tiefer sein, also die Ferse etwas tiefer und das Bein ein Stückchen weiter nach hinten. Jetzt das Angaloppieren war eigentlich in Ordnung, fand ich, war gut auf den Punkt los. Insgesamt könnte sie da noch ein bisschen mehr auf die Innenstellung achten. Das Pferd ist hier sehr nach außen gestellt und versuchen etwas geschmeidiger zu sitzen. Aber ansonsten bin ich eigentlich soweit sehr zufrieden. Da hat sie jetzt leider ihren Bügel verloren beim Durchparieren. Aber nicht so schlimm passiert. So, jetzt kommt Vivien. Auch hier hätte sie noch ein bisschen mehr die Zügel aufnehmen können, das Pony ein bisschen runder machen können. Das Angaloppieren hier war aber auch sehr, sehr schön punktgenau an der Ecke, wie sie das wollte. Der Sitz im Galopp gefällt mir eigentlich soweit ganz gut. Ein bisschen schöner könnte sie noch mitschwingen. Die Ferse ist aber schön tief. Die Hand ist relativ schön ruhig. Also damit bin ich eigentlich sehr zufrieden. Wie gesagt, auch hier könnte sie die Zügel einfach ein bisschen nachfassen, dass das Pony ein bisschen runder wird. Aber ich finde, im Galopp geht es eigentlich so immer noch ganz gut. So, jetzt müsste die andere Hand kommen. Nein. Ach, jetzt kommt das Bügel überschlagen erst auf dieser Hand. Genau. Also auch die beiden mussten natürlich mit überschlagenen Bügeln reiten. Ich finde das aber immer sehr, sehr gut. Und auch sehr, sehr wichtig, dass das auch immer wieder überprüft wird. Aber wir üben das echt bis zum Abwinken zu Hause, dass das eigentlich bei meinen Mädels jetzt kein Problem ist. Ups. Schwenken wir mal wieder zurück zu Vivien. Aber bei Vivien ist das kein Problem, also die hat einen sicheren Sitz. Hier finde ich, sieht man jetzt auch, dass Marie sich auch besser darauf konzentriert, das Pferd an den Zügel ranzureiten und der dann ein paar Mal auch wirklich schön runterkommt. Das sind zwar immer nur Momentaufnahmen, aber aus Momenten werden ja irgendwann Szenen und aus Szenen werden dann eine immer vorhandene Anlehnung. Boah, ich habe heute ein bisschen Wortfindungsstörungen. Von daher ist das doch der richtige Schritt. Ich schwenke wieder zu Vivien. Ups. Genau, auch hier hätte ich mir gewünscht, dass sie halt ein bisschen mehr noch im Trab versucht, das Pony an den Zügel ranzureiten. Aber so vom Sitz her bin ich eigentlich sehr zufrieden. Habanoschk. Wie findet ihr das denn? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr es schwieriger findet, ohne Bügel zu traben oder mit Bügel zu traben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es im ausgesessenen Trab teilweise leichter, ohne Bügel zu traben. Weil man einfach schon dazu gezwungen wird, tiefer im Pferd drinnen zu sitzen. Jetzt kommt wieder der Schritt, weil es der einzelne Galopp kommt. Der ist bei Vivien und Sputnik sehr schön. Also sieht man auch gut die nachgebende Zügelhilfe. So, wo ist denn jetzt mein Raban? Wo ist mein Raban? Ich finde immer Reiterwettbewerbe so schwierig zu filmen, weil du immer hin und her schwenkst. Vor allem, wenn du zwei in einer Abteilung hast. Bei Helen ging es ja noch, die war alleine. So, jetzt kommt das Angaloppieren auf dieser Hand. Wir haben alle ein bisschen gehofft, dass er ja richtig anspringt auf der rechten Hand. Das ist eine schlechte Hand. Aber das hat souverän geklappt, da ist er super richtig angesprungen. Ich finde, da kam Marie auch schön zum Sitzen. Also der Galopp hat mir ehrlich gesagt sehr gut gefallen und auch viel besser gefallen als der auf der anderen Hand. So, dann kommen jetzt Viviens Galopp. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da
Ja, auch hier wieder schön punktgenau angaloppiert. Da bin ich eigentlich auch super zufrieden mit. Sie kommt schön zum Sitzen. Das Bein ist ein bisschen nach vorne gestreckt. Das hätte sie noch ein bisschen besser unter sich halten können, dass da die Linie besser erfüllt ist und ein bisschen in Rückenlage. Aber das ist alles Kritik auf hohem Niveau. So, am Ende gab es eine Wertnote von 6,4 für Marie-Louise, die damit noch auf dem 10. Platz rangierte. Und eine Wertnote von 7,1 für Vivien, die sich damit den vierten Platz sicherte. Ja, der vierte müsste es gewesen sein. Ich denke, die Mädels können super zufrieden sein. Und ja, was sagt ihr zu dem Video? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich würde mich sehr über liebe, nette, tolle Kommentare freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihr mal einen dicken Daumen hoch. Das war's dann mit den Turniervideos aus Merseburg. Tschüss!